Tipps, wie man eine reine Haut bekommt. Der kann natürlich auch live bei uns auf der Website zuschauen. Hallo an everyone. Muss ich hier drüben auf Facebook auch auf live drücken? Ja. Auch? Was ist hier zu? Ich habe 3 Handys, Kinders. Es ist der Wahnsinn. So, jetzt drücke ich da drauf. Oh, ich glaube, ich habe es jetzt ausgemacht, Facebook. Nein? Technik. Man sollte nie mich an die Technik lassen. Lieber mich an die Kosmetik. Und damit will ich jetzt auch... Oder war das richtig? Da oben steht live in der Ecke. Ja, perfekt. Stimmt. Fantastisch. Gott sei Dank habe ich ein Team. Ich sage euch, eines, was ich im Business gelernt habe, ist immer, hab das beste Team unter dir, die vor allem viel schlauer sind als du selber. Das ist meistens ein guter Rat. Aber wir wollen loslegen. Ihr wisst ja, es ist Sommer. Ganz viele Fragen kamen übrigens nach unserem letzten Live-Talk über Kosmetik etc. Wie pflege ich mich im Sommer, vor allem wenn ich feine Linien und Fältchen sehe und trockene Haut habe, obwohl es draußen wärmer ist, siehst du feine Linien und Fältchen, womit reinigst du dich am besten, damit du im Sommer super reine, feinporige Haut hast. Und vor allem, es gibt ganz viele neue Kosmetikartikel, die ihr vielleicht auch hier und da schon gesehen habt. Die zeige ich euch hier drin. Wir haben ein eigenes Set für diese kleine halbe Stunde, die wir jetzt gemeinsam haben werden. Und ich beginne mit der Reinigung. Ich gehe mal ganz kurz ein paar Sachen durch, über die wir heute nämlich sprechen werden. Wo ist meine Reinigung? Hier ist sie. Von Derma Perfect. Derma Perfect ist eine Linie, die wir entwickelt haben mit einem Wissenschaftler aus Los Angeles. Und es gibt immer wieder Fragen, wie entwickelst du deine Kosmetik? Wir sind hier in Innsbruck bei uns in der Beauty World. Direkt über mir ist das Labor. Und in unserem Labor haben wir natürlich unsere Mitarbeiter und Pharmazeuten etc. Aber wir arbeiten ganz, ganz viel mit internationalen Labors zusammen für meine Linien, für viele andere Linien auch. Und wollten vor allem eine super effektive Linie gegen Falten, gegen vorzeitige Hautalterung, aber auch für eine Haut, die stark darunter leidet, dass sie Unreinheiten hat oder sogar Großporigkeit. Und das ist nicht nur eine Frage, sage ich mal, des Alters, sondern kann oft schon beginnen ab 16, 17, 18, 20, vor allem die Unreinheiten und die großen Poren, je nachdem, was du hormonell gerade mitmachst. Und ich werde mich heute reinigen für euch. Habt ihr schon mal von Fruchtsäuren gehört? Viele, viele sagen, Mensch, Fruchtsäuren, kann ich die auch bei empfindlicher Haut verwenden? Ja, die kannst du. Diese Tube beinhaltet ca. 150 Milliliter. Und warum gebe ich euch große Größen bei der Reinigung? Reinigung ist etwas, was elementar ist für reine Haut. Und hier kommen auch schon die ersten Fragen rein, ob es für empfindliche Haut geeignet ist. Ja. Ist es für eine trockene Haut geeignet? Ja. Kann eine Mischhaut es verwenden? Ja. Kann es absolut definitiv auch. Jetzt suche ich noch mein Schwämmchen hier. Das ist hier drüben. Wie rührst du das an? Und jetzt nicht erschrecken, ich schmink mich jetzt ab. Für alle diejenigen, die sagen, naja, die Judith geht ja eh nur geschminkt auf Sendung. Das stimmt nicht. Wir haben schon viele Sendungen ungeschminkt gehabt. Die Säuren hier drin sind Glykolsäure übrigens, zusammen mit Zitronensäure. Und ihr seht, wie wenig ich hier verwende, weil es ist super, super ergiebig. Ich grüße übrigens auch alle hier auf Facebook. Und wenn du das aufträgst, ich habe das hier, dieses kleine Schwämmchen, gerade hier in Wasser getunkt und du cremst dich eigentlich und ich gehe hier über meine Lippen, über das Näschen, über die Wangen, überall dort, wo mein Make-up ist, gehe hier nochmal ins warme Wasser hinein. Du siehst, die Reinigung schäumt nicht groß auf. Wenn du mehr nehmen willst, nimmst du nochmal, und guck mal, was da alles runterkommt von meinem Make-up, nimmst du nochmal ein kleines Tröpfelchen. Aber ich gebe jetzt einfach mal mehr drauf, damit ihr seht, obwohl du hörst, Zitronensäure, Milchsäure, Glykolsäure, ich habe so empfindliche Haut und wir sind ja jetzt live bei mir auf der Website oder auf Instagram oder auf Facebook. Ich könnte sowas nicht live machen, wenn das in irgendeiner Form die Haut reizen oder sonstiges würde. Wofür ich es liebe, ist diese Feinporigkeit, weil wenn ich auf Sendung bin, ob das Hülle der Löwen-Aufzeichnungen sind, die haben ja manchmal super nahe Aufnahmen von deiner Haut und in meinem Alter, ganz ehrlich, muss man auf Hautqualität achten. Es geht gar nicht so sehr um Fältchen nur, sondern es geht natürlich darum, eine super Hautqualität. Viele haben Mitesser um den Nasenbereich herum. So, und jetzt schminke ich mich nochmal ab und zwar mit unserem Kompressionstuch. Das besteht aus Bambus, also nachwachsender Rohstoff. Ich gehe jetzt nicht über die Augen, weil ich dann den Kopf unterstecken müsste. Könnte ich nicht mehr mit euch sprechen. Das möchte ich natürlich nicht.
Dieses Bambusfasertuch, das bestellst du einmal, das kostet bei uns, ich glaube, 5,90 Euro. Also wirklich nicht die Welt. Aber ich nehme das als Kompressionstuch, um zum Beispiel eine Maske tiefer einwirken zu lassen. Ich liebe die Bambusfaser, weil die saugt regelrecht Schmutz und alles, was nicht auf meine Haut gehört, einfach wieder hinunter. Und das siehst du jetzt, wenn ich hier runtergehe, dann seht ihr meine nackte Haut und was alles hinunterkommt. Einem Wisch, ja, ideal. Und du kannst auf dem Tuch einfach immer wieder von einer Seite zur anderen gehen, reinigen, reinigen, reinigen. Und das Schöne ist, es nimmt jedes Mal wieder etwas hinunter. Und es ist so porentief reinigend. Und das Tolle ist, es ist ein nachwachsender Rohstoff und es ist wie ein Staubsauger förmlich auf deiner Haut. Geht es hier auch unter den Augen, weil ich werde jetzt gleich mit dem ersten Make-up-Look beginnen. Okay, here we go. Das ist die Reinigung. Zitronensäure, Milchsäure, Apfelsäure, Glykolsäure. Aber die Haut bleibt super schön. Ich gucke mal ganz kurz hier bei mir in den Spiegel, weil ich sehe das hier über dem Bildschirm nicht so gut. Jawohl, relativ sauber, außer dass ich die Augen jetzt nicht abgeschminkt habe. Der Vorteil von der Reinigung ist, dass es null irritierend ist und schau mal, wie porenrein meine Haut trotz meines vielen Schminkens ist, trotz dessen, dass ich viele Sendungen mache mit ganz viel Make-up drauf und von Fotoshootings bis. Und wer zeigt sich hier so ohne irgendetwas auf der Haut? Ich finde, dafür ist sie wirklich sensationell und du spürst, wie die Haut straffer, in sich straffer und vor allem feinporiger wird. Ich habe auch viele Kunden um die 20, 25, die das lieben, weil sie irgendwelche Hautprobleme haben. Ist gerade übrigens auf 24,90 bei uns im Webshop. Bei uns im Webshop, judithwilliams.com, haben auch einige gefragt, wo kriege ich die Produkte reduziert. So, jetzt kommen wir aber zur Pflege und nochmal ganz kurz nehme ich euch mit nach Hollywood, weil wir haben eine Linie, Derma Perfect, aus der die Reinigung auch ist, die ist extrem faltenreduzierend und die aktiviert quasi alles in deiner Haut, von Hyaluron bis Kollagen, und haben das mit einem super Wissenschaftler in Los Angeles entwickelt, der sämtliche Preise gewonnen hat und der einen Wirkstoff hat, BTX Hero heißt der Wirkstoff. Wir sind hier bei uns echt wirkstoffverrückt. Das erste Produkt, das ich euch zeigen möchte, heißt Eyelid Lift. Das ist gegen hängende Augenlider sozusagen zur Straffung um die Augenpartie. Das ist einzeln zugegebenermaßen ein regelmäßig bestelltes, aber eher teures Produkt. Und wenn wir das in einem Aktionspreis haben, da haben wir Kunden, die bestellen gleich 2, 3, weil sie so, so begeistert sind. Ich gebe es mir jetzt einfach nur mal ganz kurz unter die Augen. Hier oben auf dem Augenlid habe ich ja noch Make-up drauf. Deswegen gebe ich es jetzt nicht oben drauf, aber es ist wunderschön straffend. Ich merke das immer um meine Augenpartie, dass hier die Haut viel, viel fester wird, dass sie vor allem dunkle Tränensäcke, Müdigkeit schön durch die erhöhte Mikrozirkulation deutlich bekämpft werden. Es sind sowas von fein und super, super schön. Das nächste dazu wäre die Gesichtscreme. Und zu BTX Hero, es ist ein Wirkstoff, der ist multimolekular. Multimolekular heißt, er wirkt auf unterschiedlichste Art und Weise auf deine Haut ein. Und ganz viele Grüßen. Ich grüße euch alle übrigens zurück. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Wenn ihr Fragen habt, einfach die Fragen stellen. Ich versuche gleich drauf einzugehen. Ganz viele sagen Hallo, ich sag Hallo zurück und grüße euch ganz lieb. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Creme. Anti-Aging, aber bitte immer pflanzlich, bitte niemals tierisch. Wir sind vegan, wir verbinden immer die Natur mit der Wissenschaft, wir wollen mit Kosmetik, und das war ab der ersten Stunde, wir feiern übrigens nächstes Jahr unser 15-jähriges Jubiläum, unvorstellbar, aber wir verbinden seit Beginn Natur mit Wissenschaft. Das Ganze ist super hochwertig in Glas verpackt und es ist eine Creme, die reichhaltig, aber nicht fettig ist.
die extrem hautglättend ist. Und die beiden zusammen haben wir in einem Set, weil zwei der wichtigsten Sachen im Sommer sind Kollagen- und Hyaluronsäureaufbau, sind gleichzeitig aber auch Augenlidstraffung. Und vor allem ist es so ein kraftvolles Produkt, dass wenn du an eine Augenlidstraffung vielleicht denkst, chirurgisch, dass du vielleicht sagst, Mensch, vorher probiere ich nochmal das ein oder andere aus, um eben diese Augenlidstraffung vielleicht auch etwas herauszuzögern. Wobei ich immer sage, Kosmetik kann nie so wirken wie irgendetwas Chirurgisches. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ich finde aber, da muss man ganz ehrlich kommunizieren und das versuche ich auch immer. Aber wir arbeiten oft eng auch mit denen zusammen und können tolle Ergebnisse auf der Haut erzielen, um eben, sage ich mal, feine Linien, Fältchen, eine schlaffe Haut schön zu straffen. Was ihr seht, wie toll die Creme einzieht, ist unglaublich fein, porig, multimolekular, zieht ein, befeuchtet die Haut. So, das sind diese beiden. Wenn ihr also was sucht für den Sommer, wo ihr sagt, ihr wollt so ein bisschen was super Modernes, was neu ist, was multimolekular ist, was pflanzlich ist, aber was in Form von Peptiden wirkt, die in der Haut stark, stark aufpolstern, aber sehr, sehr prall die Haut und geschmeidig machen, dann wäre es unser Derma Perfect für euch. Okay, das wäre das Set. Komme ich vielleicht nachher nochmal dazu, vor allem wenn noch weitere Fragen dazu sind. So, jetzt beginnen wir. Wir haben zwei Make-up-Sets. Achtung, ich verschwinde kurz und ich komme wieder. Dieses Make-up-Set, was ihr hier seht, das hat mir der Stefan so schön vorbereitet, das hat so sonnengeküsste Glow-Drops drin. Damit kannst du dich richtig schön dunkel schminken, aber es sieht mega natürlich aus. Wer es nicht glaubt, muss dranbleiben und muss sich das anschauen, weil es ist wirklich sensationell. Haben wir lange entwickelt, weil ich bin sehr hellhäutig, wie du sehen kannst. Und ich schminke mich gerne einen Ton ein bisschen dunkler, damit ich nicht so müde und so matt ausschaue. Dieses Set hier hat 1, 2, 3, 4, 5 plus den Pinsel Produkte für dich. Da ist Nummer 1 unsere Soft Coverage Cream drin. Da sind die Mega False Lashes drin. Sind alles ganz neue dekorative Artikel, speziell für den Sommer. Ein Mega Lip Gloss mit ganz viel Hyaluronsäure ist drin. Und auch noch unser Under Eye Concealer, der super viel Feuchtigkeit hat und, wie ich finde, beinahe mehr wie eine Augencreme mit deckenden Farbpigmenten. So fühlt es sich an eigentlich, weil gerade Concealer muss Feuchtigkeit, muss Pflege drin haben. Und dann haben wir noch unseren tollen Bronzer und Puder Rouge in einem mit dem Pinsel. Mit welchem soll ich eigentlich anfangen? Wünscht ihr euch irgendeinen? Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem hier an, weil der jetzt gerade da ist. Okay. Ich klaue mir aber von dem anderen Set den Primer. Dieses Prime and Fixing Spray könnt ihr übrigens auch einzeln bestellen. Ich sprühe das nur mal kurz drüber. Ich liebe mein Prime and Fixing Spray, weil es Hyaluronsäure hat. Und Hyaluronsäure, vor allem bevor du dein Make-up aufträgst, ist super, gerade wenn es feinmolekular ist, dass deine Haut richtig prall und mit Feuchtigkeit versorgt ist. So. Ich grüße euch alle nochmal ganz herzlich zurück, für alle, die gerade Fragen stellen. Welche Fragen? Wie wende ich den Prime Fixing Spray an? Achso, das ist ja super leicht zu beantworten. Nimmst den einfach, sprühst den auf dein Gesicht, so wie ich das jetzt mache. Zieht schön ein und dann tupfst du es mit den Händen, so mit den Fingerchen zart in die Haut. Was macht der eigentlich? Der benetzt deine Haut mit Hyaluronsäure, pflegt sie ganz stark und macht die oberste Hautschicht durch die Hyaluronsäure richtig, richtig glatt, aber lässt deine Haut schön weiter atmen. Das heißt, deine Haut wird darunter weicher, geschmeidiger, trockene Hautschuppen stehen nicht so ab und ist wirklich eine Vorbereitung wie ein Maler, der auf eine Leinwand arbeitet, der, wenn die uneben ist, würde er sie auch zuerst glätten und vorbereiten. Jetzt beginne ich mit der Soft Coverage Cream, die in diesem ersten Set mit drin ist. Die Soft Coverage Cream könnt ihr einzeln bestellen oder eben in diesem Set. Das ist ein eher, sage ich mal, natürlicher Make-up-Look, wie ihr gleich sehen werdet. Die Soft Coverage Cream hat einen Lichtschutzfaktor von 15. Ich würde euch gerne mal fragen, wie wichtig
ist euch Sonnenschutz in eurem Make-up? Ich kann sagen, mir persönlich, bei meiner hellen Haut, mir ist es wahnsinnig wichtig. Aber was mir auch wichtig ist, ich möchte Deckkraft, aber ich will niemals zugekleistert ausschauen. Und ich gebe jetzt mal bewusst einfach wirklich viel hier auf meine Wange. Ich nehme mir einfach, weil ich es über hier mein Handy nicht so gut sehen kann, nehme ich mir mein Spiegelchen dazu, damit ich das sehen kann. Aber wenn du hier schaust, siehst du, wie das Make-up, ich nehme noch ein bisschen mehr, eher wie eine leicht deckende, aber super pflegende Creme ist. Und du kannst es überall auftragen, auf dein gesamtes Gesicht, unter den Augen, Wangen, alles mitnehmen. Ich mache mal nur eine Seite, damit ihr die Farbe ganz gut seht. Schaut mal, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Sehr viel Feuchtigkeit drin mit Hyaluronsäure und mit Lichtschutzfaktor 15. Hohe Deckkraft, aber wenn du es aufträgst, verwandelt sich das Make-up mehr zu einer Creme. Ja? Ich weiß, dass viele von euch, da habe ich schon super gute Nachrichten und tolles Feedback von euch bekommen, von ganz vielen gesagt, jetzt schreibt hier auch jemand, boah, das ist so toll, bin so begeistert, das freut mich, weil ich finde, gerade im Sommer muss Make-up feuchtigkeitsreich sein. Das Make-up muss Hyaluronsäure haben, das Make-up muss Lichtschutzfaktor haben, aber du willst niemals zugekleistert, sondern relativ, sag ich mal, natürlich aussehen. Und wenn ihr jetzt am lebenden Objekt, nämlich mir, seht, wie die eine Seite, ja, hat diesen schönen satten Glow, da ist jetzt kein Puder, gar nichts drauf. Und die andere Seite ist eher ja, ein bisschen blass. Du siehst, ich habe ein klein bisschen von den ersten Sonnenstrahlen so kleine Pigmentstörungen bekommen. Das war ein Wochenende am Gardasee und zack, 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 ging das hier schon los. Aber du siehst hier, ich finde, es ist einfach eine tolle Deckkraft. So, Lichtschutzfaktor 15 und Hyaluronsäure. Gibt es jetzt so, die übrigens die Spitze von dem Make-up ist auch toll, weil du kannst so schön dosieren, genauso viel wie du möchtest. Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr drauf, weil ich einfach euch zeigen möchte, es ist besser für euch sichtbar, wie leicht zu verstreichen, dass du es eigentlich nicht überdosieren kannst und dass es mehr wie eine pflegende Creme ist, die aber eine schöne, schöne Deckkraft hat. Und vor allem die Haut super, super feinporig erscheinen lässt. So, gibt es zu dem Make-up übrigens noch Fragen? Muss hier mal kurz blättern, gucken. Ich habe, hier, bin begeistert. Och, das freut mich. Ganz viel Lob, vielen Dank. Kann das auch für eine 75-Jährige? Ja, kann auch für eine 75-Jährige. Meine Kunden gehen, glaube ich, von den jüngsten Kindern, die teilweise Phytomineral von ihrer Mama stibitzen, weil es ihrer Haut einfach gut tut. Das ist unsere meistverkaufteste Creme. Eine 24-Stunden-Creme in so einem riesen 150-Milliliter-Topf verwenden teilweise schon die Kinder, sind super, super begeistert davon. So, oh, ist die Haut nicht schön, Steffi? Das ist ja Wahnsinn. Ist herrlich, herrlich, durchfeuchtend. So, wir gehen weiter. Lichtschutzfaktor 15. Das nächste, was in dem Set drin ist, ist das Produkt, das gerade überall gefragt ist, ohne Ende. Wir kommen ein bisschen in Lieferprobleme, haben bei uns im Online-Shop auch nur noch ganz wenige davon und die meisten davon sind alle in dem Set. Das heißt bei Dark Circles. Dark Circles sind die dunklen Augenringe. Und das Tolle hier dran ist, dass du unter den Augen niemals zu viel Hyaluronsäure haben kannst. Vorne ist dieses kleine Schwämmchen. Das hier ist jetzt mein privates Muster, deswegen ist es schon benutzt. Ich habe das immer in der Handtasche mit dabei. Und ich gebe mir mal um die Augen extra viel, damit ihr die Konsistenz sehen könnt. Ja? Schau mal, jetzt glaubst du, ui, das ist aber viel. Warte ab, du nimmst den vierten Finger, der hat am wenigsten Druck, tupfst es hinein, ja? Und siehst du, wie es die Augenpartie nicht nur aufhält, sondern super schön pflegt. Ich habe hier an der Seite leider so ein paar, ja, wie Äderchen, die oft gerne rauskommen. Und ich benutze das immer gegen Trockenheitslinien und Fältchen oder wenn ich sehr müde ausschaue. Ja, und es hält sofort diese Partie super schön auf. Genau, bei Dark Circles heißt der Concealer. Den könnt ihr auch einzeln bestellen, aber der ist, glaube ich, sogar gratis in diesem gesamten Make-up-Set mit dabei. Und
wer genau hinschaut, ich gehe hier an der Seite immer noch mal hoch, beinahe bis in den Haaransatz hinein und mache mir hier wie so ein helleres Dreieck, das mir einfach hilft. Schreibt jetzt gerade hier jemand, das Make-up ist der Hammer. Bin super begeistert, wie faltenglättend es ist. Das freut mich. Das hat mit der hohen Dosierung der Hyaluronsäure zu tun. Ihr wisst ja, wir kommen ja aus der Pflege. Unsere Firma macht seit über 20 Jahren Kosmetik. Wir haben angefangen mit naturzertifizierter Kosmetik, die wir heute noch sehr stark produzieren und da wahre Experten für sind. Das heißt also, unsere Rohstoffe allein sind schon sehr, sehr gut. Aber deswegen dosiere ich gerade in den Make-up-Artikeln immer Wirkstoffe, die dir auch wirklich vom Anti-Aging-Benefit ganz, ganz viel bringen. Sie müssen dir was bringen. So, und du siehst, es sieht auf natürliche Art, du siehst jetzt nicht übermäßig geschminkt aus. Das waren jetzt zwei der Artikel. Es ist aber noch viel, viel mehr in dem Set. Du hast also die Soft Coverage Cream, du hast den By Dark Circles, du hast den Lip Gloss, du hast die Lashes und jetzt kommt noch das Puder. Ich würde ganz kurz den Lip Gloss zeigen, weil der ist einfach lecker. Der schafft Volumen und gibt gleichzeitig ein super schönes Shiny Finish. Hier unten übrigens, der Lipgloss-Stift hier unten oder der Pinsel ist so ein bisschen wie ein Ballerina-Fuß, finde ich, gezaubert und passt sich deswegen super schön an deine Lippen an. Hat auch pflegende Öle übrigens. Schmeckt nach Melone. Ich liebe so Melonengeschmack. Wassermelone habe ich heute Morgen gefrühstückt. Ah, so lecker. Mm. Man sieht so natürlich. Und passt zu jedem übrigens Lippenfarbton. So, der ist auch mit dabei. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Und zwar komme zum Bronzer. Und jetzt kommt ein Make-up-Tipp von mir. Was ich definitiv empfehlen würde, weil auch etwas, was ganz viele fragen. Muss ich im Sommer über mein Make-up ein Puder auftragen? Meine Erfahrung oder bei meiner Haut, jeder ist unterschiedlich. Ich bin kein Fan von dick Puder den ganzen Tag auftragen. Es kommt vor allem darauf an, was du für ein Puder verwendest, weil es doch, sag ich mal, die Poren verstopfen kann, Talgproduktion anregen kann, etc. Lieber hätte ich mehr Pflege im Make-up und würde einfach mit einem Trick arbeiten. Wenn das Make-up jetzt noch, sag ich mal, zu fettig, zu feuchtigkeitsreich ist, du nimmst ein Feuchtigkeitstuch, gehst so über dein Gesicht, nimmst also alles, was jetzt noch zu viel an Fett oder Feuchtigkeit im Make-up, was deine Haut noch nicht trinken konnte, tupfst es so ab, ja, kannst es einfach draufhalten, so abtupfen, abtupfen. Und dieses nimmt dir, sag ich mal, das überschüssige Make-up und die Feuchtigkeit, was deine Haut jetzt nicht alles aufnehmen konnte, nimmt es einfach hinunter und lässt deine Haut gleich viel natürlich matter, seidenmatt ausschauen und bereitet es beinahe vor für deinen schönen Puder, was du dann gleich verwenden kannst. So, dieses Puder ist in dem Set mit drin, aber wie gesagt, kann jeder auch einzeln bestellen, wer möchte. Ja, also wer auf der Website ist, kann direkt bestellen. Alle anderen, die auf Instagram oder auf Facebook sind, die können einfach zuschauen und sich Informationen holen oder sich gleichzeitig schminken. Wir haben ja schon mal zusammen gekocht. Sollen wir das übrigens nochmal machen? Sagt mir bitte Bescheid. Und heute schminken wir uns zusammen. Macht mir richtig Spaß. Okay, du nimmst den Pinsel, der übrigens in diesem Set auch mit dabei ist. Und das Erste, was ich nehmen werde, ist den Bronzer. Weshalb? Weil ich mit dem jetzt schattiere. Und der Pinsel ist so angeschrägt. Ich liebe diese schrägen Formen, weil du damit so gut arbeiten kannst. Etwas persönlich, was ich mache, ich gehe gerne mit dem Pinsel nochmal, sage ich mal, in meine Handinnenfläche. Erstens ist sie warm und sie emulgiert quasi den Puder schön nochmal in den Pinsel hinein und nimmt alles, was zu viel ist, quasi heraus. Ich arbeite jetzt in meinem Gesicht zum Shaden. Hier oben vom Ohransatz unter meinem Wangenknochen entlang siehst du diesen schönen, zarten Schatten, der hier entsteht. Da gehe ich rund. Es gibt übrigens einige Fragen zum Contouring. Wie mache ich das? Ich zeige dir jetzt gleich. Ein bisschen übertrieben. Ich nehme etwas mehr, nur damit ihr es wirklich genau sehen könnt. Okay? Gehe also von meinem Öhrchen hier runter. Nicht zu tief rein, weil sonst sieht es aus, als ob du irgendwie
Nutella oder Sand irgendwie im Gesicht hättest. Manchmal geht man zu tief. Da muss man ein bisschen verwischen. Ich lasse das jetzt mal so, damit ihr das sehen könnt. Noch ein weiterer Tipp ist, wer eine hohe Stirn hat, so wie ich, ich schattiere immer gern meinen Haaransatz noch mit hinein, weil es mein Gesicht einfach runder und weicher erscheinen lässt. Und ich gehe gleichzeitig am Kinn hier entlang und streiche auch noch am Hals entlang. Deswegen liebe ich diesen Pinsel, der mit dabei ist. Der wird übrigens auch einzeln verkauft, wobei ich glaube, der ist sogar ausverkauft, oder? Ich weiß es nicht. Egal. Mein Team sagt mir wahrscheinlich gleich Bescheid. Okay. Und dann kannst du hier nämlich sehr schön für eine bessere Kontur sorgen. Ich lasse das Dunkle, was jetzt hier steht, einfach mal stehen und zeige dir, wie du jetzt das Rouge platzierst. Jetzt gehe ich mit dem gleichen Pinsel, kannst du so ein bisschen auf dem Handrücken das überschüssige Braun einfach abwischen. Jetzt gehe ich hier in den zarten Roséton. Ihr merkt, der Roséton ist nicht kräftig. Warum? Wie oft sehe ich so, bäm, rote Backen oder alles einfach übertrieben. Ich möchte immer ein Make-up, mit dem ich auf Sendung gehen kann, wo ich aber auch nachmittags auf den Schulhof gehen kann und keine denkt, oh Gott, ist sie im Farbtopf gefallen. Das möchte ich also nicht. Relativ natürlich, aber trotzdem die Schönheit unterstreichend, sagen wir mal so. Okay, und jetzt gehst du hier über die Wangenknochen und ich fange gerne hier oben von der Ecke an und pudere mir das hier unten hier rein. Wieso fange ich hier oben an? Weil das meiste Puder ist ja immer beim ersten Auftrag, da kommt am meisten vom Pinsel hinunter. Und somit kann ich das schön sanft hier nach unten streichen und arbeiten. Und was entsteht, siehst du, ist hier ein zarter Roséfilter. Ich nehme noch einen kleinen Hauch, damit es vielleicht noch deutlich sichtbarer ist. Es entsteht wie so ein Roséfilter, ne? So. Und jetzt kannst du beide Töne miteinander emulgieren. Weil meistens kaufst du, sag ich mal, zwei Produkte. Du kaufst einen Rouge und du kaufst einen Bronzer und Contouring. Und hier mit dem hast du beides in einem. Und jetzt kannst du das wieder verstreichen. Über die Stirn, über die Nase. Also Make-up ist echt keine Kunst. Es ist leicht, wenn du die richtigen Produkte dazu hast. Und man kann sich immer jederzeit überall Ideen holen. Aber jetzt siehst du, wie du hier dieses schönes Contouring bekommst, einen leichten Glow hast und gleichzeitig eine schöne Kontur. Habe ich noch eins vergessen? Die Mega False Lashes, natürlich, die Wimperntusche. Ganz viele fragen mich persönlich immer, oh, hast du Wimpern geklebt? Ich habe keine Wimpern geklebt. Ich habe jetzt übrigens mit der Mega False Lashes heute früh um 7 Uhr zum letzten Mal getuscht und werde jetzt nochmal live nachtuschen. Ich gucke jetzt nochmal ein bisschen nach Fragen, die hier sind. Eine Auflistung des Alters wäre super. Beim Make-up jedes Alter. Das, was ich gerade verwende, kann jeder in jedem Alter verwenden. Auf dem Auge habe ich heute Morgen um 7 Uhr zum letzten Mal getuscht. Und ihr seht, mit den Mega False Lashes, Wimperntusche, gehe ich jetzt einfach noch einmal drüber. Achtung! Und ich weiß nicht. Moment. Könnt ihr schon sehen, wie. Ja, die sind da jetzt schon mega viel besser als die andere Seite. Ja, weil ich muss auch zugeben, ich habe mich heute Morgen so schnell geschminkt, in einer Windeseile, weil ich wollte auf gar keinen Fall heute zu spät kommen. Und dass mein Team mich dann ärgert und sagt, hey, zu spät. Ja, ich wollte heute eigentlich die Erste sein. Ist mir nicht ganz gelungen, aber beinahe. Seht ihr den Unterschied von dem einen Auge zu dem anderen? Ich habe hier Wimperntusche drauf, aber die ist halt eben von heute Morgen um 7. Das finde ich zum Beispiel bei Wimperntusche, das ist eine unserer Härtetests. Wir haben in den letzten 15 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Wimperntuschen hergestellt und entwickelt. Und für mich ist der wichtigste Test, kann ich nachmittags nochmal drüber gehen, wenn ich abends ausgehen möchte, wenn ich unterwegs bin, habe ich keine Lust, mich nochmal komplett abzuschminken. Die darf nicht bröseln, die muss flexibel bleiben, die muss fernsehtauglich sein. Und das ist die Mega False Lashes definitiv. Super, super von der Qualität. Lässt die Wimpern nicht brechen. Und auch wenn du schwitzt, gerade für den Sommer, super wichtig, kommt sie nicht hinunter. Ich drehe mal meinen Kopf so ein bisschen zur Seite, damit ich die auch mal von der Seite sehen können.
bin ich hier gerade angerufen worden. Sorry, ich hatte nämlich hier nicht mein Telefon auf leise gemacht. So, okay. So, meine Lieben. Oh, die andere Seite müsste ich schnell machen. Die mache ich ganz schnell. Während ich hier tusche, lest mir doch mal ganz kurz. Ach, wieder. Sorry. Lest mir doch mal ganz kurz ein paar Fragen vor. Ja? Welche drei Make-up-Produkte würdest du für einen Sommerlook verwenden? Oh, okay. Also für einen Sommerlook finde ich Wimperntusche ganz wichtig. Dann ein bisschen was von einem Make-up finde ich ganz, ganz wichtig. Und zwar, da würde ich persönlich sagen, die Soft Coverage Cream, weil du hast gleichzeitig deinen Lichtschutzfaktor mit drin. Und auf der anderen Seite einen schönen Lipgloss. Weil der Lipgloss, wenn du sagst, es sind nur drei Produkte zum Beispiel, ein Lipgloss, kannst du auch ein bisschen so auf die Wangen tun, kannst du auch aufs Augenlid so einen Hauch verteilen, wenn du möchtest. Noch eine Frage, während ich die andere Seite schattiere. Was sind deine liebsten drei Produkte aus der Make-up Summer Collection? Oh, meine liebsten drei Produkte. Stop. Stop. Meine liebsten drei Produkte, dafür schminke ich mich jetzt ab. Komme zum anderen Set. Nehme mal kurz meinen Lippenstift hinunter. Jetzt ändere ich mein Make-up-Regime für diese Frage. Und zwar, komm zu dem anderen Set. Dieses Set hat den Prime Fixing Spray drin, was ich euch ja schon gezeigt habe, die Grundierung. Hat drin den Bye Bye Dark Circles, den Concealer, der Primer und Hyaluron Anwendung in einem ist. Hat eine andere Mascara drin, ist nämlich unsere wasserfeste. Die sitzt bombenfest. Du kannst damit tauchen gehen und die kommt nicht runter. Die ist sensationell. Und zum Abnehmen nimmst du einfach ein bisschen Rosenöl oder Jojobaöl. Dann ist das Make-up drin und dann sind die Glam Drops und unser One-in-All-Stick sind auch in diesem Set enthalten. Und die Glam Drops, die zeige ich euch jetzt. Wie wende ich die Bronzing Drops an? Steffi, danke dir. Steffi hält mir eine Frage rein und zwar, wie wende ich die Bronzing Drops an? Okay, das hier, das werdet ihr jetzt nicht glauben. Das sind Bronzing Drops. Die sieht man, sag ich mal, auch bei DM im Regal und fragt sich, wie verwende ich die eigentlich, ja? Achtung, die sind so genial. Du kannst eigentlich nichts falsch machen, wenn du nicht zu viel verwendest. Du nimmst die Pipette raus, gibst einen Tropfen. Die halten ewig. Du kannst jedes Make-up damit einen Ton dunkler machen. Du kannst damit schattieren. Du kannst dir den Sun-Kissed Glow damit geben. Du kannst es mit den Fingern verwenden, du kannst es aber gleichzeitig auch mit einem Pinsel verwenden. Trocken oder nass oder, wenn du möchtest, mit einem Sponge. Wie ihr seht, es ist alles mit denen möglich. Das Einzige, worauf du achten musst, nimm nicht zu viel, weil sie sind sehr ergiebig. Ich habe einen Tropfen und was du siehst, der verbreitet sich auf meinem Handrücken beinahe wie von alleine. Das heißt, in der Kosmetik, der hat eine hohe Spreizbarkeit. Das heißt, der sucht das Weite, was super ist, weil du hast nie an einer Stelle dann zu viel. Jetzt nehme ich ganz wenig. Ich nehme den Pinsel von eben, tupfe mir das in den Pinsel hinein. So. Und fange, wie beim Puder eben, hier oben am Öhrchen an und gehe hier quasi runter. Und was du gleich siehst, ist, dass mein Make-up einen Ton dunkler wird. Siehst du? Hier? Ich kriege hier wie so ein Bronzing-Schattierung. Was ich aber hier jetzt mal anders mache, weil es mir nicht nur um Contouring geht, sondern es geht mir darum, auf der Seite meines Gesichts einfach wesentlich brauner, sage ich mal, zu wirken. Mein Make-up weniger blass, weniger krank, weniger, oh, die ist aber lange nicht in der Sonne gewesen, sondern wirklich mehr wie so ein Ton dunkler. Du hast vielleicht ein Make-up zu Hause, das ist dir zu blass geworden und du sagst, ich möchte es eigentlich einen Ton dunkler, aber ich will das teure Make-up nicht wegschmeißen. Dann nimmst du die Bronzing Drops. Jetzt habe ich mit dem einen Tropfen diese Seite viel dunkler machen können. Ich nehme noch einen Tropfen. Achtung, siehst du? So,
Den Tropfen arbeite ich jetzt ein und gebe jetzt ein bisschen mehr Gas in Sachen Bräune. Schau. Siehst du? Aber keine Angst, wenn du zu viel gibst, du kannst alles ganz, ganz leicht verstreichen und kannst sozusagen Tröpfchen für Tröpfchen dir immer mehr nehmen und du arbeitest, ich verstreiche mal den ganzen Tropfen auf meiner Hand, dann seht ihr mal, wie gleichmäßig, ist jetzt sehr dunkel auf meiner Hand, nur übertrieben, ja, damit ihr wirklich die Konsistenz mal sehen könnt. So, und gehe jetzt nochmal über mein Gesicht und wenn du zu viel machst, du kannst auch mit den Fingern das Ganze verstreichen. Siehst du, wie du jeden Fehler sofort ausebnen kannst und aufheben kannst und du siehst einfach, ich sehe so ein bisschen aus, als ob ich eine Woche auf Mallorca gewesen wäre. Ach, da wäre ich jetzt gerne. Gestern hat eine Freundin von mir gesagt, wenn du noch nach Mallorca fliegen willst, dann musst du jetzt buchen. Alle Flüge sind schon ausverkauft. So, was? Das kann nicht wahr sein. Also anscheinend ist dem so. Wenn ihr anderes wisst, sagt mir bitte Bescheid. Ich bin immer so eine kurzfristige Bucherin. Schaut mal an. Seht ihr, wie dunkel jetzt die Seite ist? Ich sehe ein bisschen aus, wirklich als ob ich 2-3 Tage in der Sonne gewesen wäre. Und das finde ich so praktisch, weil man hat so viele Make-ups zu Hause, die nicht mehr dein Farbton sind, wo du sagst, oh, das war aber teuer, das Make-up, und ich möchte es nicht wegschmeißen. Oder du willst einfach ein bisschen brauner ausschauen als sonst. Und so kannst du das mit den Bronzing Drops machen. Also zu der Frage, was ist im Sommer? Das ist für mich ein Produkt, das nehme ich in den Urlaub mit, weil ich am Körper gerne bräune, im Gesicht weniger, weil ich da natürlich sehr achte, dass die Sonne meiner Haut nicht wehtut etc. Und dann arbeite ich mit einem Tropfen der Bronzing Drops einfach nach. Die könnt ihr übrigens auch einzeln bestellen. Übrigens ganz kurz zu unserem Tuch, nehme ich für den Rücken, ohne Reinigung, schau mal, ohne Reinigung, ist nur die Kraft des Bambus, wischt es ab. Ohne dass ich jetzt irgendein Reinigungsmittel mit drauf hätte. Guck mal, ich sag ja, der Bambusfaser wirkt wie ein Staubsauger. Das ist wie tausende kleine Bambusstrohhelmchen, die den Schmutz von deiner Haut, das ist auch, viele sagen übrigens, wenn sie anfangen mit den Tüchern sich zu reinigen, und das habe ich ja jetzt wirklich hier benutzt für alles Mögliche, aber wenn Sie anfangen, mit den Tüchern sich zu reinigen, dass Sie sehen, dass auf Dauer Ihre Poren viel, 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 viel feiner werden. So, das nächste hier drin war der One-in-All-Stick. Den muss ich euch noch zeigen, weil das ist echt ein Tipp. Den nimmst du in deiner Strandtasche mit. Und eine Frage war auch, was kann ich damit alles machen? Ich mache damit beinahe alles. Ich nehme den im Dekolleté, zwischen den Busen, ein bisschen sexy, schön, wenn man ein Bikini anhat. Gib den auf die Lippen, schau, gibt so einen schönen Sun-Kissed Glow. Du kannst den aber genauso gut hier auf den Wangen auftragen, wenn du möchtest. Du kannst ihn hier direkt unter der Augenbraue, hier oben trage ich ihn auch gern auf, weil das gibt auch so ein bisschen so einen leichten bronzy Schimmer. Und es sieht, ich finde immer, Sommer-Make-ups müssen so ein bisschen glammy, glowy, frisch, strahlend ausschauen, ne? So. Und hast den auf den Lippen und ist ultra, ultra pflegend und schmeckt auch gleichzeitig richtig, richtig, richtig gut. So, jetzt muss ich noch mal einmal ganz kurz gucken nach Fragen, meine Lieben. Sind noch Fragen? Wo kann man bestellen? Ja, natürlich bei uns im Onlineshop unter judithwilliams.com. Wo kann man bestellen? Mega, super lieb, danke, danke. Gibt es das auch heller? Also die Bronzing Drops, nein, die gibt es nicht heller. I have dark circles, das sind dunkle Augenringe. Die Bronzing Drops sind ja deswegen nicht heller, weil die kannst du ja mischen mit Make-up, was heller ist. Es geht ja darum, brauner zu werden. Was es aber schon ein Tipp ist, wenn du sehr hellhäutig bist, dann nimm manchmal nur das Dark Circles, das Bye-Bye, den Concealer unter der Augenpartie und dann kannst du, das mache ich nämlich mit dem auch gerne, hier Nasolabialfalte, mache ich immer einen kleinen Ton heller, tupfe mir das da rein und dann hält es das gesamte Fältchen oder das, was müde und matt oder ein bisschen eingefallen aussieht, hält es das ein bisschen auf. Ich finde, im Make-up ist alles erlaubt, was
deiner Meinung, und das ist total individuell, gut ausschaut. Weil ich finde, wir sollten viel, viel toleranter sein im Make-up. Wenn jemand Freude hat, sich zu schminken, egal wie bunt, egal wie blass, hallo, let it go, lass sie machen, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, das bist du. Deswegen würde ich niemals ein Make-up kritisieren. Wenn mich aber jemand fragt, ach, ich glaube, ich schminke mich zu stark, ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl, dann bin ich immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und deswegen etwas, was mir häufig auffällt, was meinem Geschmack nach oft zu heavy ist, ist das Rouge. Deswegen ist bei meinem Rouge ein Ton heller drin. Da kann man nichts falsch machen. Und es ist gleichzeitig der Bronzer mit dabei. Und das andere finde ich, gerade bei Wimpern, wenn du Wimpern hast, wo du, ich habe viel Extensions geklebt bekommen in meinem Leben für Fernsehshows, für den Glamorous Look. Meine Wimpern waren am Ende. Deswegen wirst du bei Wimperntusche bei mir immer Pflege mitbekommen, was die Wimpern wieder aufbaut. Und du wirst eine Wimperntusche immer bekommen, die mega, mega lange Wimpern macht. Weil wenn man so ganz kurze Wimpern nur noch übrig hat, dann hilft nur eins, eine Mega-Mascara und wirklich kontinuierlich aufzubauen. Gibt es noch Fragen, muss ich fragen, zur Pflege? Gibt es noch Fragen zur Pflege? Einige? Ja? Theresa? Könnt ihr mir schon, die beantworten übrigens parallel schon, deswegen dauert das ein bisschen, bis sie mir antworten. Die beantworten nämlich eure Fragen bei uns live auf der Website. Hier sind noch so ein paar Fragen. Auch wie liebe Komplimente von euch, liebe Grüße von euch. Hey, das finde ich super, super nett. Noch eine Kochshow mit Herrn Maschmeyer. Ja! Carsten Maschmeyer kann tatsächlich besser kochen als ich. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich glaubte, früher gut kochen zu können. Das irgendwie ist verloren gegangen in der Zeit. Ich weiß nicht, ob ich meine Kochrezepte verloren habe oder irgendetwas. Oder vielleicht mit mehr Business. Wie einige Freundinnen von mir, die auch, sage ich mal, dann, als die Kinder größer geworden sind, wieder mehr in der Arbeit waren, die haben gesagt, Judith, ich habe das Gleiche, ich kann auch nicht mehr so doll kochen, ich greife auch zur Backmischung. Greift ihr auch zur Backmischung oder ist das eine Schande, wenn man das zugeben muss? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich werde noch mal kochen, auch mit Carsten, weil er hat noch ein paar Rezepte, die er mir schuldig ist, wo er sehr viel Komplimente dafür bekommt. Und ich habe gesagt, Carsten, gib mir ein bisschen was von deinem Können, damit ich die gleichen Komplimente bekomme. Weil das letzte Mal hat er mir Spaghetti-Tomatensauce, hallo, das ist ja wohl Kindergarten kochen. Aber ich muss schon sagen, es waren die besten Spaghetti. Kann man die Tropfen auch in die Pflege mischen? Hey, das ist eine super Frage zu den Bronzing Drops. Kann ich die auch in die Pflege mischen? Ja, ja, ja. Mache ich sogar ganz schnell, weil wir heute eine Pflege dabei haben, an der ich auch ganz viele Fragen beantworten kann von euch, wenn es darum geht, wie wir Pflege entwickeln. Wir haben unsere eigenen Laboratorien, wir haben sogar, sage ich mal, von Feldern, Edelweiß ist eine ganz wichtige Linie. Wir wollen da einfach die beste Qualität haben. Die Edelweißpflanzen zum Beispiel sind pestizidfrei angebaut, handgeerntet und so weiter. Aber bei diesem Konzept von Derma Perfect haben wir einen besonderen Wissenschaftler in Los Angeles gesucht und gefunden, der wirklich mit einem Wirkstoff, BTX Hero heißt, der eine kleine Revolution in Los Angeles gestartet hat, weil der so extrem hautglättend und straffend ist, dass er sehr, sehr nah, sage ich mal, daran kommt, wo man sagt, da müsste ich jetzt eigentlich eher etwas Drastischeres machen. Natürlich ist es nicht so stark wie ein chirurgisches Lifting, wollen wir auch gar nicht sein, geht mit Kosmetik auch gar nicht, aber es ist etwas, was extrem stark im Anti-Aging wirkt. Dass alle lieben, die zum Beispiel eine hängende Haut haben, Knitterfältchen haben, müde ausschauen, einfach insgesamt sehr stark mit Peptiden, die sehr hautaufpolsternd sind, arbeiten wollen. Und dieses Set besteht aus unserem Eyelid Lift. Das ist in 30 ml, das ist hier bei Schlupflidern super und auch hier unter der Augenpartie zum Straffen. Und aus unserer 100 ml Gesichtscreme, die extrem straffend, aufpolsternd, aber auch nährend für die Haut ist. Und da kann man die Tropfen hineintun. Und die zweite Frage werde ich auch gleich dazu beantworten, ob ich die Pflege ganzjährig verwenden kann. Jawohl, diese Pflege kann man ganzjährig verwenden. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das zum Beispiel mit den Tropfen wäre. Du kannst sie mit deiner Creme mischen. Das sieht dann so aus. Du nimmst die Pipette heraus aus den Drops, gibst ein, also
Bitte verwendet wenig. Gibst einen Tropfen hinein, gibst es in die Creme und da siehst du schon, es vermischt sich sofort. Es hat eine hohe Spreizbarkeit. Das ist ganz wichtig, dass es ebenmäßig, weil wenn du jetzt auf meinen Bronzeton guckst, der ist schön so ein Hauch nachgedunkelt, aber ist super, super gleichmäßig. Und du siehst einfach so ein bisschen frischer, passt zu meinem Leo-Hemd heute, siehst einfach ein bisschen frischer aus. Und du siehst, es verreibt sich auch sehr, sehr leicht. Vor allem, wenn du es mit der Pflege gemischt hast, die Hand im Vergleich zur helleren Hand. Hoffe, das hat die Frage beantwortet, meine Lieben. Wie wirkt Hyaluron genau? Ah, okay. Hyaluronsäure ist, und Hyaluronsäure haben wir ja in super vielen Linien drin. Wir haben eine Linie, die heißt Hyaluron aktiv, die kurbelt deine eigene Hyaluronsäureproduktion in der Haut an. Und dann haben wir natürlich auch die echte Hyaluronsäure in vielen, vielen Produkten drin. Also wenn ich jetzt bei dem Set mal ganz kurz gucke, bei Dark Circles ist die Hyaluronsäure drin, also im Concealer. Beim Lipgloss ist die Hyaluronsäure drin, beim Make-up, ja, teilweise im Puder etc. Warum? Hyaluronsäure ist extrem wichtig, das kann ich eigentlich am Prime Fixing Spray am besten erklären. Hyaluronsäure ist eigentlich eine Zuckerkette, wenn du es jetzt, sag ich mal, molekular siehst. Und 2% von Hyaluronsäure ist in unserem Augapfel, hält aber 98% Feuchtigkeit fest. Das hat für dich einen riesigen Vorteil. Weshalb? Weil Hyaluronsäure wie ein Magnet wirkt und zieht Feuchtigkeit an. Das heißt, wenn ich Hyaluronsäure auf deine Haut, aber auch so feinmolekular mache, dass es in deine Haut geht, das heißt, wenn um dich herum Feuchtigkeit ist, zieht es Feuchtigkeit in deine Haut und gibt dir einen glatteren Look und polstert optisch deine Haut auf. Das heißt, du hast trockene Hautschuppen, was ja völlig normal ist. Die stehen so ein bisschen ab, bist du wie beim Tannenzapfen. Wenn du Hyaluronsäure raufgibst, erstens befeuchtet es und es rutscht dazwischen und es glättet deine Haut. Das heißt, deine Haut sieht ebenmäßiger aus, feinporiger, more glowing. Deswegen haben wir Hyaluronsäure auch ins Prime Fixing Spray hineingetan. Okay, ich glaube, ich bin beinahe durch. Nee, es gibt noch Fragen. Was mache ich, wenn mein Gesicht im Sommer geschwollen ist? Wenn dein Gesicht im Sommer geschwollen ist, kann das unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, dass du zu viel in die Sonne gegangen bist und man muss ja sagen, die Sonne sorgt für Entzündungen in der Haut. Die Haut muss reagieren, das ist wie ein Angriff auf deine Zellen. Also unbedingt Sonnenschutz. Sonnenschutz, also ich im Gesicht verwende immer 50. Ich bin immer viel im Wasser und muss mich immer wieder eincremen. Bin manchmal da ein bisschen zu nachlässig und dann sehe ich sofort, dass ich kriege sofort Sommersprossen, Altersflecken, Rötungen etc. Wenn deine Haut aber so geschwollen ist, dass sie durch die Hitze, durch die Feuchtigkeit, durch das Schwitzen, durch die höhere Entzündungswerte in deiner Haut, solltest du darauf achten, A, schon mal viel zu trinken. Ich will jetzt nicht direkt mit Produkten kommen, komme ich aber gleich. Solltest du viel trinken, das ist ganz, ganz wichtig. Schau, dass du ab und zu, das mache ich ja mit meinem Kosmetiktuch, das kostet 5,90 Euro, also wirklich nicht die Welt, ist aus Bambusfaser. Ich kühle das und gebe mir das aufs Gesicht morgens und es nimmt mir sofort, ich merke, wie die Haut, ja, das Geschwollene zurückgeht. Aber es gibt auch Produkte und das sind oft entzündungshemmende Stoffe drin. Wir haben eine ganze Menge, zum Beispiel in der Linie Phytomineral, sind ganz viele entzündungshemmende Stoffe drin. Oder arbeite immer mit einer Linie, die eher auch für sensible Haut geeignet ist. Auf jeden Fall nicht etwas machen, was deine Haut stark reizen würde. Was du machen solltest, ist unbedingt abends reinigen. Viele waschen ihre Sonnencreme nicht ab. Du musst deine Sonnencreme hinunterwaschen. Das ist elementar für deine Haut. So, meine Lieben, sind wir beinahe fertig? Ja? Okay, die anderen Fragen beantworten wir zum Schluss hier im... Okay, mein Team hier hinten, sind viele Leute, aber sehr leise, sind alle ein bisschen schüchtern, nicht vor die Kamera, aber hinter der Kamera super fleißig. Die freuen sich auf eure Fragen etc. Übrigens, ich habe einen tollen Podcast, ihr wisst, mein Herzensprojekt in meinem Leben, Menschen sind insbesondere Frauen, ich habe zwei jüngere Schwestern,
Und ich weiß, welche Höhen und Tiefen das Leben für uns Frauen manchmal haben kann. Vor allem, wenn du sagst, ich will im Job irgendwie weiterkommen. Wie soll ich's schaffen? Und deswegen, I have that soft spot in meinem Herzen. Und eine ganz, ganz besondere Frau ist jetzt in meinem Podcast. Sie heißt Petra Jenner. Und ich kann jedem da draußen nur empfehlen, diesen Podcast anzuhören. Es ist eine ganz, ganz besondere Episode geworden. Petra Jenner ist eine meiner längsten Freundinnen. Sie war CEO von Microsoft in Österreich und in der Schweiz, ist jetzt eine der wichtigsten Führungspersonen hier in Europa von Salesforce. Wer sich in der Technologiebranche ein bisschen auskennt, weiß, was das für eine wichtige Aufgabe ist. Und sie ist einfach ein wahnsinnig toller, toller Mensch und eine unglaublich tolle Frau. Und sie gibt in dem Podcast so viele tolle Tipps und spricht darüber, welche Höhen und Tiefen, weil sie hat relativ früh eine irre Karriere hingelegt und hat auch dieses Mindset von, ich will dazu lernen, jeden Tag ein bisschen mehr, aber trotzdem mit einem sehr liebevollen, wertschätzenden Gedanken sich selbst gegenüber. Und das habe ich immer von ihr lernen können, wenn ich mit mir selber unzufrieden war. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass jeder den Podcast hört, weil ich glaube, es tut euch einfach gut, es tut jedem gut. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eure Fragen einfach weiter stellen. Wir beantworten sie für euch. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Umarm euch auf das Festeste. Ganz, ganz fest. Wow, ich bin so froh, wieder in der Firma zu sein. Ja. Und die meisten sind auch schon geimpft. Es ist großartig. Es wird besser, meine Lieben. Stay positive. Think positive. Go, girl, go. Und denk dran, du bist beautiful. Du bist powerful. Du bist you. Ich danke euch. Viel Spaß mit den Produkten und bis bald. So.